Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Alternate und zwar mit dem Alternate Attacks Diamond Gaming PC für 2449 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie immer, kurz vorweg, das System wurde mir vorgeschlagen von Beamer 2012 und den schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir erstmal zu dem Bild, das Bild ist auf jeden Fall kein Fake, das Gehäuse stimmt, hier diese Lasergravur in der Seitenscheibe auch. Und was hier drin verbaut ist, stimmt auch. Der RAM stimmt, das Mainboard, die Grafikkarte, die Wasserkühlung, das ist alles soweit in Ordnung. Bevor wir uns jetzt die Details angucken, gibt es hier eine ganz nette Funktion. Ihr könnt quasi bei diesem Bild draufklicken, was ist denn verbaut und dann bekommt ihr die passenden Infos dazu. Das finde ich eigentlich ganz geil, das könnten sie ruhig öfter mal machen, auch bei anderen Systemintegratoren. Wir schauen uns das Ganze jetzt als ganz normale Listenansicht an. Als Gehäuse haben wir ein BeQuiet Purebase 500FX. Das bringt schon 320mm Lüfter in der Front mit, RGB beleuchtet und auch einen Hecklüfter mit 140mm. Und bei dem Gehäuse ist es eben so, hier wird die Wasserkühlung eingebaut. Das ist eine 240er, die kommt dann oben in den Deckel, hat auch das gleiche Design, deswegen das ist schon mal ganz stimmig. Natürlich ist das Gehäuse auch schon ein bisschen älter, erfreut sich aber immer noch großer Beliebtheit, auch wegen dem RGB-Streifen hier vorne. Muss jeder selber wissen, was er davon hält. Und das kostet 119 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i7 13700. Und ja, mir ist vollkommen klar, wir sind schon in der 14. Generation, ihr wisst aber selber, so viel hat sich da nicht geändert, dass die hier jetzt noch auf die 13. Generation gehen, ist völlig okay. Natürlich, wenn ihr jetzt einen PC neu baut, dann nimmt vielleicht den 14700er, aber ansonsten geht der 13700er klar. Der hat 16 Kerne und 24 Threads, eine TDP von 125 Watt und unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Ich persönlich habe zum Beispiel den 13600er, der ja nochmal ein Stückchen schwächer ist als der 13700er, der reicht mir aber zum Zocken völlig aus und auch fürs Rendern und Streaming und so. Das ist schon ein guter Prozessor. Eine Sache muss ich zu der TDP aber noch sagen, der kann sich im Turbo 253 Watt reinschaufeln. Das heißt, die Wasserkühlung, die hier drin ist, wird das nicht schaffen. Kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Das Ding ist einfach, wenn man ein Mainboard nicht richtig einstellt und diese Limits nicht setzt, dann kann dieser Prozessor sich über 300 Watt reinschrauben. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben, gerade eben wegen der Wasserkühlung, die gleich kommt. Und der kostet 421,19 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine BeQuiet PureLoop 2FX 240mm. Ich hatte die leider selber noch nicht im Test, aber das, was man so liest und was man auch so hört, auch von anderen Creatern, das ist keine gute Wasserkühlung. Die soll wohl auch sehr laut sein. Gut, designtechnisch kann man drüber streiten, das ist völlig egal. Aber technisch gesehen ist es halt auch einfach zu wenig für einen 13700 kF. Auch wenn man den limitiert laufen lässt. PL1 125 Watt, das kann die bestimmt abtragen. PL2, diese 253 Watt, die er sich dann 56 Sekunden lang reinschrauben kann, das wird die nicht schaffen. Technisch gesehen ist es jetzt natürlich so ein Thema. Bei dem Gehäuse passt nur eine 240er oben rein. Man müsste also eine 360er in die Front bauen. Sieht dann auch wieder nicht so schön aus und habt da oben wieder freie Plätze. Finde ich ein bisschen schwierig. Dann hätte ich hier lieber einen schwächeren Prozessor genommen, vielleicht eine stärkere Grafikkarte. Weil der Prozessor hier drin, das ist halt auch ein richtiges Arbeitstier. Den nimmt man auch nicht nur zum Zocken. 13600K würde auch zum Zocken reichen, aber hier ist es halt ein 13700er und dafür ist die Wasserkühlung zu klein. Und die kostet 116,88 € bei Mindfactory. Für den Preis kriegt man by the way schon mal eine 360er, zum Beispiel die End of Finavis. Der Arbeitsspeicher ist ein G-Skill Trident Z5 RGB, 32 GB. Wenn man auf dieses Bild draufklickt, sieht man auch, es ist 5600 MTS, CL36. Gut, die 5600 MTS stehen hier, die CL36 halt nicht, aber es ist der drin. Das ist dann dieser hier, also erstmal 32 GB, völlig in Ordnung. 5600 MTS, ja, kann man machen. Ich hätte 6000er genommen, weil ich eigentlich immer 6000er nehme und es bisher auch immer lief. Ich hatte keine Probleme damit. Man sollte natürlich vorher ein BIOS-Update machen, aber ansonsten stellt das kein Problem dar. CL36 ist natürlich auch ein bisschen langsam. CL32, CL30 wäre nice gewesen. Es gibt sogar 5600er CL28 und so. Aber ja, kann man machen. Das ist jetzt kein grober Schnitzer, es wäre halt besser gegangen. Und der kostet 118,89 € bei Mindfactory. Datenspeicher sind 2 TB und zwar eine Seagate FireCuda 530. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6900 MB die Sekunde. Ein normaler Gamer braucht es nicht. Es ist nett, dass es drin ist, gerade bei diesem Preispunkt, sonst hätte ich vielleicht auch geschimpft, wenn es jetzt eine zu langsame gewesen wäre. 2 TB ist in dem Preissegment auch noch in Ordnung.
Das müsst ihr im Endeffekt selber wissen von der Größe her. Wie viel Speicher braucht ihr? Bei 2 Terabyte kriegt ihr einiges unter. Ich persönlich hätte mir sehr wahrscheinlich sogar 4 reinkonfiguriert. Aber wie gesagt, wie viele Spiele spielt ihr gleichzeitig oder wollt ihr installiert haben? Was habt ihr an Datenmengen, an Film, Musik und so weiter? Deswegen, hier ist es jetzt soweit erstmal okay, qualitativ und auch die Geschwindigkeit. Und die kostet 131,65 € bei csvdirekt.de. Die Grafikkarte ist eine Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC 12 GB. Eine 4070 könnt ihr auf jeden Fall für Full HD Gaming nehmen, WQHD geht auch, 4K, ja, ist so ein Thema. Es kommt auf die Titel an und wie die Einstellungen sind. Ich verlinke euch unten auf jeden Fall ein Video. Ihr könnt damit 4K spielen, aber ihr könnt nicht erwarten, dass dann Cyberpunk auf maximalen Einstellungen da irgendwie 100 FPS reißt. Das funktioniert mit dieser Grafikkarte einfach nicht. Ich finde die Kombination aus einem 13700KF und einer 4070 auch irgendwie, ja, merkwürdig. Ich hätte lieber einen 13600er genommen, vielleicht sogar einen 13400er. Der hätte für die Grafikkarte dicke gereicht. Wenn ihr natürlich Arbeitsleistung braucht, weil ihr streamen wollt, ihr wollt rennen, ihr wollt Videos schneiden, da ist der 13700er cool. Aber in der Kombi mit der Grafikkarte, das passt irgendwie nicht. Und die kostet 660,29 € bei eBay. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming Z790 plus Wi-Fi. Also erstmal haben wir hier den Z790 Chipsatz, das ist völlig in Ordnung. Gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten auch und hier noch 2 weitere unter der Abdeckung. Hier kommt die Grafikkarte rein. Ich denke, die beiden Slots werdet ihr nicht benutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte das einfach überdeckt. Aber ihr habt ja noch 2 weitere für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, USB-Typ-C ist mit am Start, 2x USB 3.1, 4x USB 3.0, nochmal USB-Typ-C, Netzwerkanschluss und die Onboard-Grafik, DisplayPort und HDMI. Bitte hier nicht benutzen, funktioniert sowieso nicht mit diesem Prozessor. Grundsätzlich muss man sagen, es ist ein Full-HTX-Board. Wenn man das erweitern möchte innerhalb des Systems, dann ist das alles okay. Möchte man außerhalb mehr USB-Anschlüsse haben, muss man ein anderes Board nehmen, ganz klar. Ich persönlich würde mit der Anzahl der USB-Anschlüsse hier nämlich nicht klarkommen. Ich habe Tastatur, Maus, Stream Deck, meine Kamera über ein Camlink, meine Softbox, das Mauspad selber leuchtet auch. Benutzt auch einen USB-Slot. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtiger. Ihr könnt natürlich hinterhergehen und noch eine USB-Erweiterungskarte mit installieren. Das funktioniert ja, weil die Erweiterungsmöglichkeiten gegeben sind innerhalb des Systems. Außerhalb habt ihr halt ziemlich wenig USB. Und das kostet 307,90 € bei Alza. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 12M 750 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. 750 Watt in dem System auch völlig okay. Das Netzteil bringt sogar schon den neuen Stecker mit. Ich weiß gar nicht, ob bei der Gigabyte-Karte der neue Stecker benötigt wird. Der 12-Volt High-Power-Anschluss, aber selbst wenn ihr später eine andere Grafikkarte da reinpackt, passt das mit dem Stecker. Und das kostet 104 € bei Mindfactory. Das Betriebssystem ist Microsoft Windows 11 Home 64-Bit. Ja gut, was soll ich da sagen? Aktuellstes Betriebssystem Windows 11 Home passt soweit schon. Und das kostet 29,45 € bei IT Hardpulse. Jetzt haben wir hier natürlich noch das Thema, die Seitenscheibe ist graviert. Kennen wir unter anderem auch von dem Get On My Level PC bei MIFCOM. Ich habe hier mal geschaut, wenn ihr euch so eine Scheibe gravieren lassen wollt mit eurem persönlichen Logo oder Bild oder was auch immer, dann kostet das roundabout 65 €. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das jetzt mit draufpacken wollt oder eher nicht, weil das Bild könnt ihr euch hier frei aussuchen. Bei denen haben die einfach dieses Alternate Attacks Logo da drin. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2009,15 €. Und das Ding kostet 2449 €. Das heißt, ihr bezahlt bummelig 440 € für Zusammenbau und Garantie. Das ist ein bisschen viel. Mal ganz davon ab, die Konfiguration, also ein sehr, sehr starker Prozessor mit einer nicht so starken Grafikkarte. Es gibt Leute, die brauchen das so, weil die Anwendungen haben, die sehr prozessorlastig sind, klar. Aber irgendwie passt das nicht so zusammen. Der RAM, da hätte man noch ein bisschen dran schrauben können. Das Mainboard ist soweit okay. Die Wasserkühlung finde ich jetzt auch nicht so pralle, gerade mit dem Prozessor. Es kann natürlich sein, dass sie den Prozessor ein bisschen beschneiden im BIOS, dass sie sagen, so, du darfst hier maximal, sag ich mal, 150 Watt reinschaufeln. Dann passt das mit der Wasserkühlung. Aber dafür kaufe ich mir dann keinen 13700KF. Ich habe auch mal eine Alternative rausgesucht. Da habe ich jetzt auch keinen Systemintegrator oder so angeschrieben. Ich habe mir einfach die Alternative hier selber auf der Webpage rausgesucht. Und ja, das ist jetzt ein AMD-System. Ich wollte euch nur mal zeigen, was bekommt ihr sonst so in dieser Preisklasse. Das System hier kostet quasi genauso viel wie der Alternate-PC. Als Prozessor bekommt ihr den AMD Ryzen 7 7800X3D. Einer der besten Gaming-Prozessoren, gerade auch was die Effizienz angeht. Der haut sich nicht da irgendwie 200 Watt rein, sondern kommt meistens zwischen 70 und 100 Watt aus und hat die gleiche Leistung wie zum Beispiel so ein 13700K. Die Grafikkarte ist eine RX 7900 XTX Black Edition. Deutlich stärker als die 4070, ca. 30% stärker. Das
Mainboard ist ein MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi, Full ATX, auch mit WLAN, Bluetooth und so weiter dabei. Der RAM ist hier besser, und zwar ist das 6000er CL30, auch 32 GB. Das merkt ihr vor allen Dingen in 1% Low FPS. Die SSD ist eine NM790 2 TB. Die hat circa die gleichen Lese- und Schreibraten und sind halt auch 2 TB. Die CPU-Kühlung ist ein Deepcool AK620 Digital Schwarz, habe ich tatsächlich genauso hier zu Hause auch getestet. 7800X3D mit dem Luftkühler funktioniert tadellos, braucht ihr keine Wasserkühlung für. Als Gehäuse haben wir ein BeQuiet Shadowbase 800, das ist auch schon aktueller, sieht aber circa so aus wie das andere Case, nur ohne diese Rallye-Streifen da in der Mitte. Dann bekommen wir noch 4 weitere Lüfter dazu, alle 140 mm, damit der Airflow halt gegeben ist. Und das Netzteil ist ein 850 Watt Netzteil, auch mit dem neuesten Standard. Windows 11 wird hier auch vorinstalliert, allerdings ohne Lizenzschlüssel, deswegen habe ich es einfach weggelassen in der Liste. Und dann zeige ich euch die Liste auch direkt. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.232,26 €. Und das System kostet 2.449,95 €. Also auch so bummelig 210 € oder so Aufpreis. Wenn es nach mir ginge und ich will jetzt mir einen PC kaufen, hab die 2 Stück zur Auswahl, würde ich diesen hier nehmen. Besserer RAM, bessere Gaming-Performance allein durch die Grafikkarte und den Prozessor zusammen. Das Gehäuse ist circa gleichwertig. Ich finde das sogar ein bisschen hübscher. Das Netzteil hat auch noch 100 Watt mehr und so weiter. Deswegen, also es ist schon der bessere Deal. Mit Sicherheit gibt es bei anderen Systemintegratoren auch noch gute Alternativen. Sei es Krotos oder sei es Dubaro, vielleicht sogar Agando, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt das eben mir jetzt rausgesucht, damit wir immer so einen kleinen Durchlauf haben, was die Systemintegratoren angeht. Ich versuche das nämlich im Moment immer so ein bisschen zu switchen. Also wir gehen mal auf Optega, dann MyPC, dann Dubaro, dann vielleicht mal Krotos, je nachdem, was die für Systeme haben. Grundsätzlich muss man aber sagen, ihr bekommt für das Geld, was ihr hier bei Alternate ausgeben würdet, woanders auf jeden Fall einen besseren PC, meiner Meinung nach. Wenn ihr natürlich unbedingt einen 13700KF haben wollt, mit einer 4070, dann guckt zumindest, dass die Kühlung stimmt, weil die ist hier eher ein bisschen mickrig. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.